schreiben den 29. September 2015, irgendwo in der Nähe von Sokolov, in der Wildnis von Tschechien. Und erneut treten Bierbrauer und Bierdiebe im Wettkampf um das Bier an. Ihr habt richtig gehört, es geht um Bier. Einer Menge Bier. Aber wer jetzt denkt, sinnlos über das Feld zu rennen und sich leicht besaufen zu können, der liegt falsch. Man muss hart, engagiert und motiviert an die Sache gehen. Denn es ist wieder Zeit für die Bierzone. Bierzone 7. Bier! 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 Wunderschönen guten Morgen. Das ist unser Orga-Zelt. Genau, Orga-Zelt. Hier werden muntere, müde Orgas wieder munter. Orgatechnisch lief die Bierzone sehr gut ab. Der Chronostand war abgegrenzt vom Zeltplatz. Dort lief alles sauber und geordnet und meiner Meinung nach ein bisschen schneller als letztes Jahr ab. Schnipsel und seine Jungs und Mädels vom HTSE hatten noch Verstärkung aus anderen Teams und zusammen haben sie sich um die Anmeldung, die Sandversorgung, die Zeltplatzverwaltung und um die Sicherheit gekümmert. Kommen wir zum Spielgeschehen. Dafür müssen aber die Spieler irgendwie rauskommen und dies geschah mit zwei Truppentransport-LKWs. So, nun aber genug Gelaber und wir kommen endlich zum Spielgeschehen. Ich möchte euch ein paar Ausschnitte zeigen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Pass auf, hier vorne, da ist noch einer am Busch. 9 Uhr von dir, Fritze. Schnipsel, Johnny, Schnipsel bitte. Ja, aber der andere auch mal mit dem Baum. Ja. Schauen wir mal drauf. Warte aus hier, bei dem. Da. Aber du hast die Reichweite. Genau, ich mache nur den ersten Schuss, dann weiß ich wo. Lade nach. Wo ist das Drum, Mac? Die näher unten bleiben. Oh, ich mach's. Runter, runter zur Seite. Schmeiß mal hierher, komm. Sehr gut.
Halbgas! Jetzt! Beide Hit! Können wir knicken. Mindestens 10. Wie es weitergeht, was es auf der Bierzone noch zu sehen gab und vor allem wer gewonnen hat, erfahrt ihr im nächsten Teil.